Biogas und Wasser mit Kohlensäure. Das ist die organische Brühe, die aus den Felsspalten des Saturnmondes Enceladus herausschießt, als gewaltige Geysire. In einem riskanten Manöver ist die Raumsonde Cassini am 12. März durch diese Fontänen hindurchgeflogen, um herauszufinden, woraus sie bestehen. Lange hatten die Forscher zuvor diskutiert, ob Cassini den Durchflug übersteht. Schließlich dringen die Geysire mit bis zu 1300 Kilometern pro Stunde aus den Felsspalten am Südpol des Saturnmondes, der über und über mit Wassereis bedeckt ist. Doch die Eiswüste ist wärmer als gedacht. Cassinis Daten ergaben, dass am Südpol minus 93 Grad Celsius herrschen. Die Forscher schließen nicht aus, dass es unter der Oberfläche des Mondes noch wärmer ist und vielleicht sogar flüssiges Wasser in einem unterirdischen Meer schwappt. Damit wären dann alle drei Bausteine für mögliches Leben auf Enceladus vorhanden: organische Moleküle, flüssiges Wasser und Wärme. Als möglicher Außenposten für die Menschheit ist Enceladus momentan jedoch kaum denkbar. Die Cassini-Sonde brauchte allein 7 Jahre für die Reise zum Saturn.